Und schön aus Mannheim zu meinem zweiten Video hier. Wir werden heute mal, was ich noch nie in Deutschland gegessen habe, Jack Kebab. Ich habe es generell erst einmal getestet und ich finde, es ist ein Video wert. Vielleicht machen wir auch eine Foto draus, aber wir werden Jack Kebab heute testen. Ahmed wird auch noch mit dabei sein. Ahmed, wir schaukeln heute die Bude, habe ich gehört. So. Ja, also auf jeden Fall anstrengend, aber macht Spaß. Ja, Mann, wir machen eine Megatour, Leute. Wir machen eine Megatour. Wir werden jetzt snacken. Ich möchte Jack Kebab präsentieren, auch für die, die es nicht kennen. Guckt euch das an. Ja, ich weiß, dass es in der Türkei mir mega gefallen hat. Wir gucken mal, was es hier in Deutschland bringt. Lass gerne einen Daumen oben knallen für die Tour. Wir sind schon wieder 2 Tage unterwegs. Hotel, drehen, schlafen, trainieren, Nachmittag. Und übrigens, wer später das Rezept will, ist gar kein Problem. kurz, auch mal bei Achmed auf dem Kanal vorbeigucken. Wir driven los. Ein, zwei Eindrücke noch aus dem wunderschönen Mannheim. Also geiles Feeling hier, Leute. Du merkst den Grillgeruch in der Luft. Hier wird Fleisch gegrillt. Leute scheinen gut drauf zu sein. Stadt gefällt mir im Allgemeinen. Sehr sauber, sehr schön. Ja, und jetzt freue ich mich, was schön Traditionelles mal essen zu können. Bock drauf. Gucken wir mal. Also Stadt stimmt, Feeling stimmt. Wenn das Essen jetzt noch stimmt, perfekt. Oh, guckt euch das an. Oh. Sehr schön. Oh, guckt euch, wie ihr das macht. Wunderbar, das sieht geil aus. Sieht sehr schön aus. Darf ich dich kurz was fragen, mein Lieber? Wie ist das denn? Wie wird das denn jetzt serviert, das Ganze? Es kommt drauf an, wenn man will, auf dem Teller mit Reis und Pommes, ja, als Beilage und Salat dazu. Mhm. Oder wenn man will, im Dürüm oder im Brot. Man kriegt in der Türkei einen Spieß und man kriegt automatisch immer einen weiteren dazu, bis man selber von sich aus sagt, okay, reicht. Ah. Und hier ist es so, dass man 2 Spieße bekommt. Ja. Und falls man dazu möchte, kann man noch 1, 2 Spieße noch extra haben. Kann man nachbestellen. Ja, ja, aber die bezahlt man ganz normal, ja, dann, ne? Genau. Geht schon los mit Runde 1. Wir kriegen schon mal Soßen und Salat. Dankeschön. An die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Die war sehr, sehr gut. War sehr gut, ja? Mega. Die hebt sich wirklich ab. Sehr intensiv. Definitiv nicht so zum Snack. Muss mit was anderem zusammen essen. Zum Beispiel mit dem Fleisch. Geil, aber. Geil. Schön Tzatziki auch. Beziehungsweise, dacht man da überhaupt noch Tzatziki zu? Jetzt sagt man, schön knoblauchlastig, geil. Let's go, würde ich sagen. In der Türkei habe ich es nämlich einfach so gegessen. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen aufsparen, dass ich das mit Salat auch noch gleich probieren kann. Aber einfach den hier. So wurde es mir da vom Chef quasi gezeigt. Ganz krankes Grillfeeling. Bei mir passieren wirklich Sachen, so Geschmäcker oder Gerüche. Viele von euch, denke ich, kennen das. Verbinde ich mal mit Erinnerungen und Gefühlen, Emotionen. Der Biss hat mich direkt irgendwo in Urlaub reingeflasht. Direkt in Urlaub, Hitze, geile Straße, gute Laune, nette Menschen, Leute, die ausgelassen feiern. Danke schön, mein Lieber. Leichte Kräuternote noch mit drin, ganz dezent, aber im Vordergrund dieser krasse Grillgeschmack. Ich möchte mich so weit aus dem Fenster hängen. Ich habe wirklich bei einer berühmten Station gegessen. Die war, soweit ich es in Erinnerung habe, deutlich lammlastiger. Aber für mich, den europäischen Gaumen, finde ich das sogar geiler. Ganz stark. Mega. Vielen Dank. Mit Oregano wird hier noch ein bisschen gearbeitet. War bei den anderen auch, wo du schon mal gegessen hast. Ist, ne? Aber wahrscheinlich normal. Ist das normal, ne? Aber da hinten war zu viel. Guck mal rein, ihr merkt noch das Fett. Ihr merkt die Struktur im Fleisch ganz deutlich, was überhaupt nicht schlimm ist, was geil ist. Ihr merkt halt diesen starken Fettanteil auch. Das ist halt das, was vom Grill kommt, angeröstet ist, was sich halt auch wegkickt dann noch, ne? Habe nicht mit gerechnet, dass es so geil wird, wirklich nicht. Ich werde jetzt noch einmal den hier machen. Aufziehen. Wunderbar. Ahmed hat mich darauf aufmerksam gemacht. Original mit ein bisschen Tomate. Ich bin wirklich gerade im Struggle. Zwiebel mit rein, da sind auch die schönen Kräuter. Das muss eigentlich gewesen sein, Ahmed. Und ich werde einen Biss gleich, wir bestellen dir gleich neu, Ahmed. Ich muss einen gleich mit der Soße noch, aber einen will ich so ohne. Ich bin gerade nicht mehr hier, Leute. Ich bin irgendwo in der Türkei. Ich durfte jetzt ja schon ein paar Mal öfter da sein. Dafür muss ich noch ein bisschen nehmen, Leute. Dafür muss ich noch ein bisschen nehmen. Er hat mich zu doll geflasht.
Orangen. Oh ja. Demi, Leute, da gehe ich jetzt auch mit Händen bei, ist mir auch egal. Ein bisschen Tomate, ist mir auch egal. Zupfe ich hier jetzt mit rein. Ein bisschen Zwiebel, denn den perfekten Bissen. Auch sehr geil, sonst nicht mehr dieses originale Feeling. Das ist halt so dieses intensivere, weichere Brot noch. Das ist ja auch mit Hefe gebackenes Brot, ne? Du merkst halt hier so diesen intensiveren Backgeschmack irgendwie. Auch geil, anders. In dem Fall bevorzuge ich aber tatsächlich dieses Traditionelle. Es ist einfach anders, es ist jetzt nicht schlechter oder besser. Ganz hohe Kunst. Mich erinnert das so ein bisschen auch immer an Döner-Teller, gerade an den Nomadenteller von Pamphylia in Berlin. Hast du auch Brot dazu? Geniales Fleisch. Hast du deine Kombi? Jeder kann mixen, wie er möchte. Der eine nimmt noch Gurken rein, der nächste nimmt Tomaten rein, der nächste Zwiebeln. Mega. Eigentlich musst du auch noch ein bisschen Peperoni dazu nehmen. Ja, komm, das ist genial. Da wird sich einfach der Ball hin und her gespielt im Mund. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, gar nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist ein geiler Schlagabtausch. Kurzen Impuls von der Tomate. Fleisch kommt wieder reingeschossen. Dann schmeckst du die Peperoni. Dann kämpfst du das Fleisch wieder vor und ist wieder im Vordergrund. Geil, Leute. Geil. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Spot Nummer 2. Das ist für mich absolut, absolut heftig. Wir werden hier jetzt noch so vieles geht snacken. Den Rest einpacken lassen, dann chillen wir ein paar Stündchen und dann geht's weiter nach. So, lasst euch überraschen von Spot Nummer 2. Punktzahl, das war krank. Durch eine 9,50, ich wüsste euch. Das war echt heftig. Oh, wow, wow, wow. Hab eigentlich zu wenig Jar-Kebab gegessen für eine 9,5. Deshalb, weil ich zu wenig Erfahrung habe, kann ich nur eine 9,2 geben. Das war ganz krank. Ich wäre bei 9,5 geblieben. Hey, warum? Wo willst du noch so viel Jar-Kebab essen? YouTube beginnt erst für uns, Mann. Das ist erst der Anfang. Hier übrigens auch. Ist das jetzt nur die Straße oder hier auch der Platz? Also auf jeden Fall zählt das hier zu klein Istanbul, wie man sagt, in Mannheim. Und ja, wir haben das erst gar nicht gepeilt. Ich wollte eigentlich da eine Foodtour separat sowieso machen. Jetzt sind wir irgendwie da reingeplatzt. Also eigentlich kann man dann hier an der Stelle bleiben und ich gucke mal in eure Empfehlung auch noch mal rein, was ihr mir hier empfohlen habt. Und hier werden wir uns jetzt noch mal niederlassen bei Spot Nummer 2. Also was wir jetzt mitnehmen werden, du kannst vielleicht besser von dir sagen, was ein sehr berühmtes Gericht ist. Das ist halt typisch Fischrestaurant aus der Türkei. Das geile Makrelen-Sandwiches, Sardellen-Sandwiches. Sogar mit den Farben haben sie genau original mitgespielt wie in der Türkei. So, ne? Und dann nehmen wir dieses Balik Ekmek. Ich würde einfach beide nehmen. Balik Ekmek und Ekmek Aras, die haben sie. Und dann einfach von jedem ein paar Bisschen, wa? Okay, hört sich gut an. Ahmed hat den Plan und wir werden ihn uns annehmen. In der Türkei hört man immer mal wieder von diesem Gericht, das halt eben sehr beliebt auch ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gegessen habe. Ich glaube nämlich nicht. Ahmed hat gerade beobachtet und ich dementsprechend auch. Erst gebraten und dann wird es nochmal angegrillt. Guckt euch das an, sieht köstlich aus. Ganz softes Brot, richtig geil soft. Was ich natürlich mache, ne? Ahmed, macht man jetzt Zitrone drüber, ne? Fisch und Zitrone, das geht gar nicht. Das ist wie Fleisch ohne Salz. Mega gut. Was ich erst befürchtet habe, dass das Brot so dick ist, wisst ihr? Das sah so dick aus und ich dachte, okay, wie es Holle so schön sagt, das ist zu präsent, das nimmt zu viel Raum ein. Aber nein, mega. Irgendwas schwebt hier in der Luft, wisst ihr? Dieses Feeling, wirklich, heißt ja nicht umsonst auch Klein Istanbul. Das war das, was mich auch unbewusst drüben gepackt hat. Wieder dieser Biss in den Fisch, das werde ich direkt am Meer. Schöne Panade, schön kross gebraten, wenn ihr euch das hier so anguckt. Krog-Vibes, oder? Vom Brot her? Irgendwo schon. Dadurch, dass du reinbeißt, komprimiert sich das auch, klebt so ein bisschen zusammen. Was halt auch sehr special ist, ist, dass ihr dieses eingelegte Gemüse habt. Ihr habt da wirklich bearbeitetes Rotkraut. Es gibt diese gewisse Säure noch rein, was natürlich bearbeitet ist mit Essig und so weiter, was diese gewisse Giftigkeit mit reinbringt. Im positiven Sinne, mega. Das Gemüse klingt noch richtig nach, die Frische, das Knacken. Habt ihr auch noch Rucola drin, kombiniert super. Ja, geil.
magere Filet, Traum. Ich muss zudem auch generell sagen, da sind ja keine Soßen drin, gar nichts, aber es ist kein Stück trocken. Der Fisch bringt so viel Saftigkeit mit sich, dass du es überhaupt nicht brauchst. Kommt mir da nicht mit irgendeiner Soße oder einer Remoulade. Da habt ihr einfach dieses Feeling nicht. Hier wiederum das hier ist mir ein wenig zu trocken, bin ich ehrlich. Das, was hier der Fisch mit sich bringt, hier ist mit Makrelenfilet. Diese Saftigkeit habt ihr hier natürlich nicht. Viel dünner, trotzdem noch top. Geiles Feeling. Unterscheidet sich natürlich noch durch die Mehlpanade, die ihr oben drauf habt. Fisch ist schön meliert. Gibt so, ja, einfach nochmal andere Vibes mit sich. Das ist mein Favorit. Wir snacken uns hier noch ein bisschen voran und gehen rucki-zucki zu Spot Nummer 3. Bock die Tour hier. Für euch auf jeden Fall. Wenn ihr sagt, ich habe die falschen Spots hier gewählt, dann müsst ihr natürlich einen Kommentar reinschreiben, was ich testen soll. Generell, wenn ihr wollt, dass ich noch eine Foodtour hier mache, weil hier gibt es sehr, sehr viel und euch das Bock. Lasst es mich wissen. Mit einem Daumen oben. Hier gibt es wirklich ganz, ganz viel. Wir können hier noch 5 Touren machen, theoretisch. Ahmed, was sagst du? Du hast jetzt auch beide probiert. Ich verstehe, Holger, warum er das andere bevorzugt. Es ist tatsächlich saftiger. Das Gemüse, wie geil das in Essig eingelegt ist, ersetzt wirklich die Soße. Wirklich geil, geil. Sardellenfilet ist auch mega, hat mir auch mega geschmeckt. Schön paniert mit Maismehl, geil, aber das hier mein Favorit. Wir snacken jetzt weiter und dann geht's zum nächsten Spot. Merkt ihr das? Keine Musik gerade. Ich wollte euch einmal die Vibes so mitgeben. Also ihr könnt es natürlich nicht spüren, aber es ist einfach schön, Mann. Dann auch noch geiles Wetter heute erwischt. Richtig schöne, entspannte Foodtour. Es kommt was ganz Spezielles auf euch zu, Leute. Lammkopfsuppe. Ich bin ja recht schmerzbefreit, Mann. Lammkopfsuppe kein Problem für mich. Ist gar kein Problem, Lammkopfsuppe, Ahmed. Irgendwas habe ich nur letztens gegessen, was wirklich. Ach so, das war aber. Nee, das war was anderes, Mann. 100-jährige Eier und so, da kam ich auch nicht drauf klar. Aber sonst bin ich recht schmerzbefreit. Und Urineier habe ich gegessen. So eine chinesische Spezialität. Katastrophe. Aber jetzt bleiben wir bei der Lammkopfsuppe. Wunderbar. Wow. Wow. Danke, mein Lieber. Lammkopf. Danke. Kommt Zitrone rein, sagst du? Muss. Oh nein. Den habe ich gleich im Mund. Lang, Ahmed? Lang? Ja, ja, safe. Ein bisschen scharfes Pulver. Ein bisschen. Ja, genau. Als Topping. Als Topping. Magst du die, Ahmed, die Suppe? Früher nicht, mittlerweile ja. Oh, wenn man sich das trotzdem schon mal anguckt. Das ist brutal, das Fleisch. Oh, das zerfällt richtig, hast du gesehen? Oh, richtig Fäden zieht das. Ich feier das hart, auch mal so eine Sache zu essen, Mann. Sehr geiles Brot. Das hat so ein bisschen irgendwie Feeling vom Pfannkuchen. Ist bewusst so gemacht, damit ja, wenn du es eintunkst, dass es das voll saugt. Ich kann ja jetzt trotzdem einmal probieren, gucken, wie der Unterschied. Warte. Ja, der erste Eindruck ist wichtig, ne? Perfekt. Ja. Ist ein? Ja, ein, gerne. Ja. Perfekt. Oh, mega. Sehr schön. Oh, danke, mein Lieber. Danke. Ganz zartes Fleisch, ganz geschmeidige Tomatigkeit. Knoblauch kommt auch mega gut. Gut, dass du den Knoblauch auch reingemacht hast. Einfach lecker. Zitrone gibt noch den leichten frischen Kick. Bombe, Leute. Ich als Deutscher weiß, was ich noch gemacht hätte. Ich hätte hier Butter drauf geschmiert. Mmh. Brot auch einen schönen Eigengeschmack. Also der Fleischgeschmack geht auch maximal auf die Brühe über. Also die Brühe ist richtig fleischig, tomatig, Knoblauch, optimalen Kick, Feinschliff durch die Zitrone. Ganz geiles, frisches und zugleich deftiges Gericht. Würde ich mir jederzeit, hätte ich nicht gedacht. Lammkopfsuppe ist bei mir gespeichert oben. Würde ich wieder bestellen, jederzeit. Geil, wir sehen uns gleich draußen mal wieder zum Abschluss. Schlussaufnahme, Foodtour durch Klein-Istanbul. Traditionelles Essen gegessen, war mega. Eure Foodspots sind gefragt. Was habt ihr? Ach, ihr kriegt gleich noch eine Bewertung von der Suppe. Habe ich das andere schon bewertet? Oh, scheiß drauf, keine Bewertung heute. Egal. Schreibt mir eure Foodspots rein, Leute. Ihr habt so viel immer geschrieben, Mannheim. Ich habe keinen Überblick mehr gehabt. Ich werde wirklich aus diesem Video dann, ja, ausschließlich für die nächste Foodtour hier aus diesen Kommentaren die Spots für die nächste Foodtour wählen. Wenn das wirklich knallt, das Video, lasst den Daumen oben knallen. Wir sehen uns beim nächsten Video.